BlackRock Number One, 57%. Eine Einzelfassabfüllung von irishwhiskies.de. Hi, Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners, und heute habe ich Black Rock Number One, 57%. Das ist eine Abfüllung von irish-whiskies.de und kostet 72,90 €. Eigentlich muss ich sagen, kostete, denn nicht mehr erhältlich. Alle Flaschen wurden verkauft. Allerdings ein kleines Samplechen, also 2 cl darf ich hier haben. Das ist eine 10 Jahre alte Single Malt Irish Whiskey. Also ganz ehrlich, cooli. Also, und das wurde die ganze 10 Jahre in ein Bourbonfass gelagert. Mareike hier vom irish-whiskies.de hat damals zum ersten Mal eine eigene Abfüllung gemacht. Eine interessante Geschichte. Ich war bei ihr auf ein Tasting. Wir haben uns endlich mal kennengelernt. Auch eine schöne Sache. Und sie erzählte, wusste ich auch nicht, sie hat früher auch eine Kooperation mit Teeling gehabt. Wo bekommt Teeling seinen Whisky her? Natürlich vom Cooley. Denn damals hatte John Teeling dort bei Cooley das Ding aufgezogen. Und er dürfte auch die 14.000, glaube ich, Fässern waren das, mitnehmen. Und Mareike hatte in Deutschland immer wieder ein paar Abfüllungen gemacht, auch Fassabfüllungen. Und dann hat Thierry gesagt, entweder mein Name drauf oder gar keinen Namen drauf. Black Rock. Denn dieser Whisky hier, ich habe den Black Rock Number 2 schon auch getestet online. Ich habe ein Video dazu und auch mit Norman, also von Whisky Bubbler, habe ich den auch einen Sonntagabend hier bei einem Livestream verkostet. Denn das war ein Single Grain Cask Strength. Und alles von der Black Rock Serie ist Cask Strength, also Fassstärke. Alles ist der Non-Chill Filtered. Und alles ist eine limitierte Auflage von einem einzigen Fass. Also ein Single Cask Abfüllung. Und sie hat das auch natürlich dann vom Cooling bzw. über Teeling gekauft und das auf den Markt gebracht. Und damals, das ist glaube ich 4 Jahre ungefähr her, hat man gedacht, 72 €? Nee, viel zu teuer. Und wenn man jetzt schaut, was Teeling da nimmt für seine Einzelfassabfüllung, 72 € wäre fast ein Schnäppchen gewesen. Gut, habe ich noch nie gehabt im Glas. Also das ist hier für mich wirklich Premiere. Also 10 Jahre altes Single Malt Cooling. Eigentlich muss man sagen, Black Rock, ich habe eine Teeling Single Cask jetzt einfach, den ich testen darf. Lecker. Ich muss aber beschreiben. Interessant. Ich habe jetzt hier diese tropische Früchte. Teeling Einzelfassabfüllungen sind manchmal echt anders. Ich habe eine gehabt, in dem ich fast Mango nur hatte. Einmal habe ich gehabt, ich glaube, nur Himbeere. Und jetzt habe ich eher eine fruchtige, eine tropische, früchtige Sache. Ich sag, ein bisschen habe ich Ananas. Und dann da kommt noch denn dazu Pfirsich. Jetzt ist der Ananas ein bisschen weiter im Hintergrund geraten. Dieser Pfirsichgeruch kommt mehr und mehr zum Vorschein. Alkohol ist kaum präsent, also 57%. Also, das bedeutet, Norlandglas darf im Reichweite sein. Alles über 50% darf Wasser bekommen. Ich werde erstmal nippen, dann werde ich hier ein kleines bisschen Wasser probieren und dann werde ich vielleicht nochmal mir was gönnen. Ohne, also schauen wir mal. Also, das Fass kriege ich kaum. Da sind natürlich entweder First- bzw. können auch natürlich Second Fill am Bourbon-Fässern gewesen sein. Es ist erstaunlich, wie stark diese Fässern den Charakter von auch Whisky beeinflussen kann. Und gerade eben, was irische Whisky angeht, denn ich betone einfach mal, skottische Whisky hat manchmal dieses Vorteil, dass sie zum gleichen Mutterkonzern gehören wie in Amerika. Und deshalb kriegen sie die besten Fässern zuerst, weil konzernintern tauscht man sich gerne aus. Aber dieses Vorrecht in Irland hat man irgendwie nicht.
Und deshalb muss man immer mit dem liebhaben, was übrig ist. Und manchmal, was übrig ist, ist nicht erste Wahl, sondern zweite und manchmal sogar dritte Wahl. Und deshalb war bei einiges an Irish Whiskey Sachen dabei, wo man sagt, no. nett. Ein bisschen zu cremig im Mund, trotz meiner 57%. Aber Alkohol ist da. Meine tropische Früchte sind weiterhin da. Jetzt kommt dieser Kask durch, also dieses Holz ist da. Aber allerdings nicht eine normale 25 Jahre alte, auf dem man lange kauen darf, Holz, sondern eher eine vanillige, karamellisierte Candies, den man vom Tee auch kennt. Und ein bisschen auch Frühstückstee ist da drin, besser gesagt eine ostfriesische Tee, der zum Glück nicht zu lange drin war mit dem Beutel, aber dafür sehr, sehr, sehr viel Zucker bekommen hatte. Und jetzt zum Schluss kriege ich jetzt hier dieses, jetzt habe ich wieder einen Hauch vom Ananas, ein bisschen Himbeer wieder und ich kriege sogar ein Tropfchen von Wassermelone dazu. Eine überreife Wassermelone. Also, also vielfältig, richtig gut. Also ich kann wirklich verstehen, warum jetzt hier irishwhiskey.de das damals diese Fass ausgewählt hat. Und ich kann auch gut verstehen, warum dieser Fass auch schon verkauft ist. Denn das ist richtig tolles Zeug hier. Black Rock Number One, also 57%, 72,90 €. Zweifach destillierte Kuli Distillat, also die gesamte Zeit in einem Bourbonfass gewesen. Single Malt aus Irland. Die 10 Jahre sind ausreichend gewesen. Lecker. Aber viel länger hätten sie echt nicht im Fass lagern sollen. Der ist schon, da kommt ein Hauch im Hintergrund vom Holz, der sagt, hallo, ich bin ein bisschen zu lange da. Aber das ist wirklich 0,4%. Und deshalb ist alles noch gut. Aber länger hätte es vielleicht doch gekippt. So, ich gebe den einen. Oh, ich habe es noch nicht mal mit Wasser probiert. Ich bin auf jeden Fall bei ein 2+. So. Ein kleines bisschen hier. Ich werde auch noch ein Video auf Englisch machen, deshalb bin ich ein bisschen geizig hier. Und der kommt, bekommt hier ein bisschen. So, ein bisschen gut Wasser dann da, damit ich den so auf unter 50% kriege hier. Holz kommt mehr durch in der Nase, interessant. Und tut mir leid, also diese Flaschen sind fast unmöglich zu fotografieren. Die sehen schick aus, diese schwarzen, diese Gold. Gerade weil sie ungefärbt sind, diese Gold sollte einfach das im Leuchten bringen. Aber auf dem Fotograf, also auf ein Foto, sind die ein bisschen meistens einfach schwierig abzublichten, abzulichten. Ich bleibe bei meiner 2+. Wasser tut denen gut. Da kommt schon dieses Holz ein bisschen mehr durch. Das ist erstaunlich, was Wasser hier macht. Also Holz ist da mehr. Fruchtigkeit bleibt. Cremig ist es immer noch. Alkohol ist zwar da, aber nicht überwältigend mit Wasser. 57% ist ja schon nicht störend, aber gut wahrnehmbar. Joa. Danke. Danke dafür. Black Rock Number One. Also 2+. 72,90 €. Also 3+. Ja? Also ja, eine Single Cask. Ja, Fassstärke. Ja, ausverkauft. Ja, einfach ein Teeling im Grunde, was ich denn da habe. Alles ist okay, ja. Also 3+ ist immer noch akzeptabel.
aber es ist nicht etwas, wo ich sagen kann, hey Leute, musst du unbedingt kaufen für den Preis. Ja, also den Black Rock 2, also mit Wasser ist absolut super, also Single Grain. Und es sollte diese raue Seite vom Irland hier gezeigt werden. Und da muss ich sagen, gelungen. Whisky Jason her, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, Black Rock Number One, hat mir gut gefallen. Tschüss und bis morgen.